Unsere Reise beginnt auf dem Flughafen in Leipzig. Von hier aus fliegen wir nach Frankfurt. Wir steigen immer höher und bald verschwinden wir in den Wolken. Jetzt sind wir schon im Landeanflug über Frankfurt. Unter uns der Main. Die Autobahn. Wir sind gelandet. Nun schnell zum Anschlussflug nach London. Und schon geht's wieder in die Lüfte. Noch ein Blick nach Frankfurt mit seinen Wolkenkratzern, ehe wir wieder in den Wolken versinken. Wir haben unseren Anflug auf London Heathrow begonnen und möchten Sie daher bitten, den Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Unter uns, das sieht noch nicht nach Großstadt aus. Alles ist Landwirtschaft. Thank you.
Jetzt tauchen große Seen auf. Eine Autobahn und schon kommt der Flughafen. Nun sind wir in London gelandet. In London Heathrow. Bitte bleiben Sie so lange angeschnallt sitzen, bis wir die endgültige Parkposition erreicht haben, und öffnen Sie auch die Fächer über Ihren Köpfen vorsichtig, damit keine Gegenstände auf Sie herabfallen. Der Flughafen Heathrow ist der größte der 6 internationalen Flughäfen Londons. Mit ca. 75 Millionen Passagieren ist er der größte in Europa und unter den 6 größten der Welt. London ist die Hauptstadt des Vereinigten Königreiches. Es hat 33 Stadtbezirke, in denen 9 Millionen Menschen leben. In der ganzen Metropole sind es ca. 15 Millionen. London ist eines der bedeutendsten Kultur- und Handelszentren der Welt und zählt zu den größten Finanzmärkten. Das Hotel Moxie bietet Unterkunft für 3 Nächte. Der Speiseraum. Unser Zimmer. Leider gibt es keinen Schrank oder irgendeine Ablage. Am Morgen auf der Fahrt ins Stadtzentrum von London. Typisch englische Reihenhäuser. Die Grundsteuer ist hier sehr hoch. Deshalb sind es schmale Häuser, die aneinander gebaut sind. Das Zeichen für die U-Bahn. Die U-Bahn Londons ist mit mehr als 160 Jahren die älteste U-Bahn in der Welt. Nun haben wir die Innenstadt erreicht.
Häuschen hier auf der linken Seite, diese sieht man oft hier in London, das sind Taxihäuschen. Da können die Taxifahrer reinholen. Das ist nur für Taxifahrer. Unser erster Halt, das Prinz Albert Memorial. Es wurde im Auftrag von Königin Victoria zum Andenken an ihren geliebten Gemahl errichtet. Es wurde 1894 bis 1875 im neugotischen Stil erbaut. Es besteht aus einem von 4 60 Meter hohen Säulen getragenen Baldachinen. In der Mitte die vergoldete Statue von Prinz Albert, der den Katalog zur Weltausstellung in der Hand hält. Auf einem Marmorvlies sind 169 Komponisten, Architekten, Dichter, Maler und Bildhauer abgebildet. Die Statuen am Sockel stellen die 4 Kontinente dar. Gerade über der Straße ist die Royal Albert Hall. Es ist eine Konzerthalle, die ebenfalls Königin Victoria in Gedenken an ihren Gatten erbauen ließ. Sie wurde 1871 von der Königin Victoria eröffnet. In ihr können 5.900 Zuschauer Platz nehmen. Studenten, die ihren Abschluss feiern. Immer wieder fallen die großen roten Busse auf. London hat eines der größten Nahverkehrsbusnetze der Welt. Mehr als 8000 planmäßige Busse bedienen mehr als 700 Linien und befördern dabei pro Jahr etwa 1,8 Milliarden Fahrgäste. Herzog von Wellington für den Sieg über Napoleon in Waterloo. Wieder besiegte in der berühmten Schlacht von Waterloo. So, auf der linken Seite der Haupteingang. Diese Mauer, die Sie sehen, das gehört schon zum Buckingham Palast. Und wie Sie sehen, ist die Mauer mit Stahl. Es gibt Gäste, die nutzen gerne diesen Tag, um die beispielsweise in die Westminster Abbey zu gehen oder um die National Building zu gehen. Es gibt auch immer wieder Gäste auf dieser Tour, die gerne die beiden London-Tage nutzen, um auch Bekannte zu treffen oder abends auszugehen, wenn sie gerne machen. Aber dann sagen sie mir Bescheid, wenn sie nicht mehr hier in das Haus of Parliament ist, auch Westminster Palace genannt, dass es Regierung sitzt, und gleich werden sie die Elizabeth Tower sehen mit Big Ben. Alles deutet darauf hin, dass sie den Platz weichen müssen. Also hier auf der rechten Seite die schöne Fassade von der Westminster Abbey. Die Westminster Abbey gehört der Kirche of England
und ist eine Eigenkirche der britischen Monarchie. Der Dekan von Westminster wird durch den britischen Monarchen berufen. Es ist die Krönungskirche der britischen Monarchen und viele Monarchen sind auch hier beigesetzt. Look at the cars. Schauen Sie mal die Autos hier vorne. Ups. So, wir sind quasi am Parlamentsvorhang. Oh, die Westminster Abbey gehört zu. Ja. Weil sonst wäre ja eine riesengroße Schlange, ja, genau, um da reinzugehen. Da ist niemand. Der ist das DNA bei den. Die Westminster Abbey ist auf der rechten Seite von uns gesehen. Das ist die Westminster Abbey. So, das ist hier Parliament Square, benannt nach House of Parliament. Und vor uns, dieses Gebäude, ist das Schatzamt. Das ist das größte, ja. Vor uns Big Ben. Hier sind die Brexit-Gegner vor uns. Die singen den ganzen Tag und halten ihre Stellung seit Brexit. Und da steht Brexit, Titanic Sussex. Also ein Bier von Brexit. Und auf der rechten Seite ist Ministry of Defense. Verteidigungsministerium. Hier ein wichtigstes Denkmal auch vorne rechts an den Frauen, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Ein sehr wichtiges Problem. Alte Frauen. So. Wir sind an der Themse und sehen zuerst das London Eye. Es war bis 2004 mit 136,36 Metern das höchste Riesenrad der Welt. 32 größtenteils aus Glas geformte Kapseln bieten je 25 Personen Platz. Eine Umdrehung dauert 30 Minuten. Von hier wollen wir jetzt eine Schifffahrt auf der Themse machen. Vom Schiff sehen wir die Westminster Bridge und den Westminster Palast. Es ist der Sitz des britischen Parlaments, welcher aus Oberhaus und Unterhaus besteht. Daneben der Elizabeth Tower. Der Uhrturm wurde 2012 anlässlich des 60. Thronjubiläums von Königin Elisabeth II. In Elizabeth Tower umbenannt. Er ist 96,3 Meter hoch. Die Uhr mit 5 Glocken schlägt den Westminster-Schlag. Die schwerste der 5 Glocken, der Big Ben, wiegt 13,5 Tonnen. Thank you.
am anderen Ufer das London Eye. Die Hungerford Bridge, eine Fußgängerbrücke mit Stahlseilen. Ein Apart-Hotel. Die Waterloo Bridge. An der Bankside Pier verlassen wir erstmal das Schiff. Wir laufen an der Shakespeare Club vorbei. Hier werden Theaterstücke von Shakespeare in historischer Kulisse aufgeführt. Als Mittagessen wollen wir die in England berühmten Fish and Chips probieren. Wir haben noch etwas Zeit und laufen ein Stück durch die Straßen. Nun geht es wieder an die Anlegestelle, denn unsere Schiffsfahrt geht jetzt weiter. Über die Millennium Bridge kann man zur St. Pauls Kathedrale gelangen. Die Southwark Bridge. Ein Blick auf das moderne Viertel von London. Hier sind zahlreiche Hochhäuser entstanden. Jetzt fahren wir am Tower vorbei. Der Tower of London ist ein königlicher Palast und Festung am Nordufer der Themse. Er wurde im 11. Jahrhundert als Festung errichtet und diente als Kaserne, Gefängnis und Hinrichtungsstätte. Seit 1303 werden hier die Kronjuwelen aufbewahrt. Jetzt durchfahren wir die berühmte Tower Bridge. Look on the left, you can see St. Catherine's.
Es ist eine Straßenbrücke über die Themse. Sie ist 244 Meter lang. Die beiden Brückentürme sind 65 Meter hoch. Die beiden Baskülen können bis zu einem Winkel von 83 Grad hochgeklappt werden und ermöglichen so die Durchfahrt von größeren Schiffen. Wir wenden und fahren zurück zur Westminster Bridge. Der hohe Turm ist The Chart. Er besteht nur aus Stahl und Glas und hat 72 Etagen. In 244,3 Metern Höhe ist eine Aussichtsplattform. Am Ufer liegt die Belfast. Es ist jetzt ein Museum. Im Zweiten Weltkrieg war es der größte leichte Kreuzer der Royal Navy. In den 60er Jahren wurde er außer Betrieb gestellt. Die London Bridge, sie wird oft mit der Tower Bridge verwechselt. Golden Plain. Drake was the first Englishman to sail the world. He did so on a ship identical to that one. Cannon Street Bridge. Look underneath the bridge on the right, there's a glass box. This is a relaxation spa and sauna. Nun sehen wir wieder das Parlamentsgebäude mit den Elizabeth Tower. Und laufen gemeinsam, wer möchte, zum Buckingham Palast. Ich erinnere nochmal daran, dass die Abfahrt um 16.30 Uhr ist. Dort, wo Sie unsere Busse. Noch schnell ein Foto mit Themse und London Eye. Dann laufen wir in Richtung Big Ben zum Royal Horse Guard. Hier war bis 1872 das Hauptquartier der britischen Landstreitkräfte. Zwei Kavalleriebatterien paradieren zu Pferde, stündlich ist eine Wachablösung. Das Kavallerieregiment dient ausschließlich zum Schutz der königlichen Familie. Wir gehen durch das Tor und gelangen auf einen großen Platz. Hier wurden seit dem 17. Jahrhundert Heerschauen und Paraden abgehalten.
Auch die Geburtstagszeremonie der Königin Elisabeth II. Hatte hier jährlich im Juli stattgefunden. In den Gebäuden ringsherum befinden sich verschiedene Museen. Am Rand ein Kriegerdenkmal. Anschließend gelangt man in den St. James Park. Er ist 23 Hektar groß und führt direkt zum Buckingham Palast. Der Buckingham Palast ist die offizielle Residenz der britischen Monarchie. Er ist neben Wohnsitz von König Charles III. Auch Austragungsort offizieller Empfänge. Vor dem Palast steht die Victoria Memorial, eine 26 Meter hohe zu Ehren der Königin Victoria errichtete Figurengruppe. Buckingham Palast. Heute ist wieder ein großer Empfang, denn das britische Königspaar lädt zur traditionellen Kartenparty ein. Die Kaserne und Exerzierplätze. Hier werden die Aufmärsche geprobt. Die König-Charles-Straße. Sie wird nur vom König benutzt. Down Street. Die Nummer 10 ist der offizielle Amts- und Wohnsitz des ersten Lords des Stadtschatzamtes und somit des Premierministers. Das Naturkundemuseum von London. Der Eintritt ist frei. Wie bei den meisten Museen von London. Ein interaktives Museum, sehr beliebt auch bei Kindern. Sehr viele Schulen kommen auch hierher. In den Herdgalerien kann man hier. Auch am zweiten Tag fahren wir wieder ins Stadtzentrum von London. Wieder die typischen Reihenhäuser. Auffallend sind die vielen Schornsteine.
Die Vorschrift besagt, dass jede Feuerstätte ihren eigenen Schornstein haben muss. Auch wenn heutzutage viel mit Fernwärme geheizt wird, die Schornsteine sind geblieben. Die Kinder werden hier früher eingeschult als bei uns, im Alter von 4 Jahren. Hotel Ritz, ein Luxushotel mit 137 Zimmern. Die Bar, ein Lieblingsort der Queen Mam. War nicht so distanziert wie ihre Tochter. Hier hat sie gerne Gin getrunken, ne? Und wenn sie in Schottland war, hat sie Whisky getrunken. Ja, und ist sie alt geworden, ne? Genau. Da bleibt der Fritz hier. Ja, der Piccadilly Circus, dieser Platz ist einer. Und hat damit auch John Nash beauftragt. Ja. Und es ist tatsächlich, architektonisch gesehen, finde ich, die schönste Straße in London. Er lebte sehr ausschweifend. Also er übernahm die Regierungsgeschäfte seines Vaters, weil, wie Sie wahrscheinlich wissen aus der Geschichte, Georg III. Wurde krank, geisteskrank. Also übernahm der Sohn die Regierungsgeschäfte und er gab ganz viel Geld aus, hatte viele Mätressen, ein Kreisverkehr. Aber abends versammeln sich hier die Menschen dicht gedrängt aneinander, ja, und alle müssen zum Piccadilly Circus kommen, wenn man in London ist, und stehen dicht gedrängt aneinander, wahrscheinlich sich fragen, was sie da machen. Aber das machen sie, weil das gehört dazu. Und das ist quasi, es ist tatsächlich, ihr schlägt, pulsiert das Nachtleben von London. Ihr hinter dem Piccadilly Circus ist Soho, ihr ist Chinatown und alles, was so zum Nachtleben dazu gehört. Und es ist schon sehr beeindruckend, weil abends sind natürlich die riesengroße Leuchtreklame an, ne? Und dann wirkt es natürlich auch anders. Ne? Piccadilly Circus. Das ist das. Ja. Und hier links die schöne Regent Street. Schauen Sie mal, wie hübsch das ist. Victoria Palast Theater. Wir fahren an der Themse entlang.
City of London. Stadt der Erde. Es ist exterritoriales Gebiet. Gehört nicht zu Großbritannien. Es ist eine autonome Stadt. So wie Vatikanstadt und Washington DC. Und böse Zungen behaupten, das sei die größte Steueroase der Welt. Aber das ist, City of London hat eine eigene Stattlichkeit, eigene Gesetze und überwacht sich selbst. Ja. Und wird im Volksmund Square Mile genannt, weil das sehr klein ist. Und wenn der König the City of London betritt, wird er hier, wo wir gerade durchgefahren sind, mit allen Ehren von den Bürgermeister der City of London empfangen. Es ist nicht derselbe wie London. Also the City of London hat seinen eigenen Mayor, also seinen eigenen Bürgermeister. Ja? Es ist nicht Sadiq Khan. Die St. Paul's Kathedrale gehört zu den größten Kirchen der Welt. Es ist der Sitz des Bischofs der Diözese London, der Church of England. Sie wurde 1666 im klassizistischen Barock erbaut. Prinz Charles und Diana haben hier geheiratet. Ein sehr, sehr schön von Ihnen auch. So, und jetzt fahren wir Richtung Covent Garden. Und in Covent Garden haben wir eine Mittagspause. Sie müssen ja was essen und trinken. Und Covent Garden ist ein überdachter Markt. Ein Highlight auch hier in London. Und um diesen überdachten Markt herum, in den Seitenstraßen, spektakuläre, nicht nur, also das ist nicht die Criminal Court, das ist die Zivilgericht, aber hier tragen die Richter diesen Robben und diese, die wir so kennen, und man kann bestimmte Gerichtsprozesse auch beiwohnen. Ne? Also die sorgen immer wieder für Schauwert. Und links davon, von diesem Zivilgericht, wenn man hier runterläuft Richtung Themse, sind die sogenannten Inns of Court. Ja? Das sind alte Rechtsschulen und Rechtskollegien, die im 14. Jahrhundert gegründet wurden. Und auch die Orden der Tempelritter war hier links angesiedelt, und hier gibt es auch noch die Temple Church, die Tempelkirche. Der Convent Garden, Zeit zum Mittagessen. Es ist eine riesige Halle mit zahlreichen Geschäften, Restaurants und Marktständen. Überall wird musiziert. Thank you.
Wir suchen uns einen Platz in einem kleinen Lokal. Unser Mittagsimbiss. Die Londoner Telefonhäuschen, ein beliebtes Fotomotiv. Man kann sie jetzt auch käuflich erwerben. Die Londoner Taxen werden als Black Cards bezeichnet. Es gibt in London noch ca. 15.000 Stück. Sie werden von der Taxi-Kompanie einer englischen Autoherstellerfirma verwaltet. Man trifft sie im ganzen Stadtgebiet an. Viele fahren auch schon elektrisch. Den vornehmen Stadtteil von London und steht für Glanz und Reichtum der Luxusrestaurants, der vielen Theatern und Opernhäusern, Museen und Kunstgalerien von Weltrang. Teure Einkaufsstraßen, die Regent Street, erholsame Parkanlagen wie St. James Park, Green Park, Hyde Park. Der Trafalgar Square ist der größte Platz in London. In der Mitte steht das Denkmal von Admiral Nelson. Es ist 51 Meter hoch, so hoch wie Nelsons Flaggschiff vom Kiel bis zur Mastspitze. Am Fuß der Säule sind 4 Löwenskulpturen aus Bronze. Die Nationalgalerie, ein Kunstmuseum. Von der Duke of York. Spielen Sie alle Trompete. Das war hier im inneren Hof des St. James Palast. Auf der anderen Seite von St. James Palast ist Jetzt sind wir im Hyde Park. Er ist 1,4 Quadratkilometer groß und einer der größten innerstädtischen Parks der Welt. Er wird auch als grüne Lunge von London bezeichnet. Am Eingang ist ein Denkmal für Tiere, die in den Kriegen ums Leben gekommen sind.
Aho. Aho. Acha. Arthur Kadak. Mit dem Besuch im Hyde Park endet unser Besuch in London. Morgen früh verlassen wir die Stadt. Heute fahren wir in unser neues Hotel nach Torquay. Zuerst einmal ein Halt in Windsor Castle. Windsor Castle ist das größte durchgängig bewohnte Schloss der Welt. Es liegt 35 Kilometer von London entfernt. Auf dem Weg zum Eingang des Schlosses kamen wir an der Bahnhofshalle vorbei. Hier steht eine Lokomotive des Royal Train, der Hofzug, der ausschließlich der Königenfamilie zustand. Vor dem Schloss heißt es erst einmal anstehen. Es bildet sich eine lange, riesige Schlange. Es folgt eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen. Nun liegt das riesige Schloss vor uns. Wilhelm der Eroberer ließ im Jahr 1078 hier eine Holzburg errichten. Und jeder weitere Monarch ließ etwas dazu bauen. Im 16. Jahrhundert ließ Eduard III. Die Festung zu einem komfortablen Palast umbauen. Königin Victoria und Prinzgemahl Albert machten Windsor zur Hauptresidenz. Elisabeth II. Verbrachte hier die Wochenenden. Blick in den königlichen Garten. Mit einem Foto werden wir vom Königspaar empfangen. Einige Räume kann man besichtigen, das Filmen darin ist allerdings verboten. Hier Fotos aus der Empfangshalle, die den Glanz in den Räumen zeigen. Blick von der Schlossmauer auf Windsor. Die St. Georg Chapel ist eine Kollegialstiftkirche in Windsor Castle. Sie dient auch als Kapelle des Hosenbandordens sowie als Grableger zahlreicher Angehöriger der Königsfamilie. Sie befindet sich im unteren Burghof. Die Kirche ist 72 Meter lang. Große Fenster erhellen das Kircheninnere, welches prachtvoll ausgestattet ist.
Leider war auch hier das Fotografieren verboten. In der Kirche befindet sich auch das Grabmal von Königin Elisabeth II. Mit ihrem Prinzgemahl Philipp. Eine Statue von Königin Victoria. Vom Weg zum Busparkplatz noch einmal ein Blick auf das Schloss. Nun sitzen wir wieder im Bus. Gestoßen, dass sie überhaupt da sind. Und zwar beim Restaurieren des Kings and Queens Bath. Das ist das größte Haus über den Amplum. Unser nächster Halt ist die Bäderstadt Bad. Bad ist eine Großstadt mit 100.000 Einwohnern im Südwesten von England. Sie ist berühmt durch ihre römischen Bäder, die ab 43 nach Christus von den damals hier lebenden Römern aus warmen Quellen entwickelt wurden. Durch Elisabeth I. entwickelte sich Bad zum Kurort für Wohlhabende. Wir fahren durch die Straßen von Bad. Die Häuser sind alle aus einem bestimmten Sandstein gebaut, welcher hell leuchtet, aber mit den Jahren oxidiert und daher die Häuser schwarz werden. Im Jahr 1695 erließ der englische König eine Fenstersteuer, um seine Kriege zu finanzieren. Deshalb mauerten die Leute viele ihrer Fenster zu. Die Stadt steht heute unter Weltkulturerbe und da darf nichts mehr verändert werden. Diese Straße hier auf der linken Seite, das ist eine der elegantesten Straßen. Oh, das ist, glaube ich, Food Festival. Ja, hier, das ist eine der elegantesten Straßen hier in Bad, links von uns. Ich zeige Ihnen, dann, wenn wir in der Innenstadt, werden Sie sie sehen. Schauen Sie auf der rechten Seite, wie viele zugemauerte Fenster hier sind. Fast alle. Eine besondere Art der Architektur sind die Royal Crescent. Durch die kreisförmige Anordnung der Häuser wird ein Blick auf den Royal Victoria Park ermöglicht. Die Häuser waren Ferienhäuser der adligen Familien, die hier mit ihrem gesamten Hofstaat anreisten. Die vornehmen Damen wurden dann hinunter zu den Bädern getragen. Heute kostet ein einziges Haus ab 6 Millionen Pfund und wird deshalb etagenweise verkauft. Auch hier wieder die vielen Schornsteine auf den Dächern. Der Royal Victoria Park. Die Bad Abbey. Oder am Anfang des 11. Jahrhunderts. Aber dann hat der Bischof von Bath seinen Bischofssitz
nach Wales verlegt und dort eine andere Kathedrale errichtet. Und so verfiel dann ihr die Kathedrale von Bath, weil der Bischofssitz verlegt wurde nach Wales und die Kirche verfiel vor sich hin. Und dann wurde wieder aufgebaut ab dem 15. Jahrhundert im Stil der Spätgotik. Und die Decke ist allein schon, um diese Decke zu sehen, lohnt sich da reinzusehen, denn die Decke ist in den sogenannten Decorated Style. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Das Hauptschiff der Kirche ist 24 Meter hoch. Das Chorfenster über dem Hochaltar. Hier werden 56 Szenen aus den Leben von Christi dargestellt. Der Altar. Die Grabstätte von Bischof James Montagu. Die Orgel. Denkmäler von Menschen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Auf den Straßen der Stadt. Schüler in der typischen Schuluniform Englands. Eines der historischen Bäder. Der bewachte Eingang zur Trinkhalle. Ein Foto vom Innenraum. Ein weiteres historisches Bad. Am Sunday Garden. Es ist eine öffentliche Parkanlage. Jetzt geht's weiter zu unserem Hotel. Wir fahren durch eine von der Landwirtschaft geprägte Landschaft. Unser Hotel in Torquay. Unser Hotelzimmer.
Vom Fenster können wir direkt aufs Meer sehen. Nach dem Abendbrot noch einmal ein kurzer Spaziergang. Nun geht die Sonne über der Stadt unter.